Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Vorlesung Das Jahrhundert der Extreme, zu dem ersten Teil Die Kunst der klassischen Moderne. Wie schreibt man eine Vorlesung über die Kunst des 20. Jahrhunderts? Es ist nicht ganz einfach, denn was zu Beginn noch möglich ist, nämlich eine Stilgeschichte zu schreiben, ist ab etwa 1960, 1965 nicht mehr möglich. Spätestens zu diesem Zeitpunkt explodiert die Parallelität und Simultanität verschiedener Kunstrichtungen derart, dass eine auf stilgeschichtlicher Analyse basierende Kunstgeschichtsschreibung nicht mehr möglich wird. Wenn man sich die zahlreiche Literatur, die es mittlerweile gibt zur Kunst des 20. Jahrhunderts, genau ansieht, stellt man fest, dass sie in der ersten Hälfte des Jahrhunderts meistens recht gut ist, aber spätestens ab diesem Punkt, ab etwa 1970, zunehmend schlechter wird, beziehungsweise völlig unmöglich wird. Es ist bisher, muss man sagen, nicht gelungen, eine Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts zu schreiben, die vor allem für die letzten 30 Jahre überzeugt. Ich bin daher persönlich der Meinung, dass man diese Kunstgeschichte als eine intermediale Kunstgeschichte schreiben müsste, dass man die Querbeziehungen zwischen Literatur, Musik, bildender Kunst, Bühne, Tanz, Performance näher unter die Lupe nehmen müsste und statt einem stilbasierten Herangehen sozusagen diese Netzwerke und Verbindungen genauer analysieren müsste. Wenn man sich die existierenden Bücher über die Kunst des 20. Jahrhunderts durchschaut, stellt man fest, dass es verschiedene Ansätze gibt. Einmal gibt es die schon genannten stilgeschichtlichen Ansätze, in denen in einzelnen Kapiteln die verschiedenen Stile des 20. Jahrhunderts abgehandelt werden, wie Expressionismus, Kubismus, Surrealismus, Neue Sachlichkeit und so weiter. Ich werde diesem Weg auch bis etwa 1960 folgen. Dann gibt es sogenannte epochengeschichtliche Ansätze, in denen die Autoren versuchen, das 20. Jahrhundert in drei oder vier große Abschnitte zu unterteilen, die sie dann entweder moderne, postmoderne oder zweite moderne nennen, wie etwa Heinrich Klotz, oder die sie in Katastrophenzeitalter, Goldenes Zeitalter und der Erdrutsch unterteilen, wie Erik Hobsbawm, oder in noch absurdere Kategorien. Sehr beliebt ist leider immer noch eine Kunstgeschichtsschreibung, die sich nach Nationen bemisst. Also Beispiel deutsche Kunst im 20. Jahrhundert, italienische Kunst im 20. Jahrhundert, englische Kunst im 20. Jahrhundert oder englische Malerei im 20. Jahrhundert, italienische Skulptur in der klassischen Moderne und so weiter. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese nationalgeschichtlichen Ansätze völlig überholt sind, weil sie auf einem Modell der Kunstgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts basieren und sozusagen nicht mehr die Europäisierung und Globalisierung der europäischen Verhältnisse mitdenken. Was auch immer wieder neu auftaucht, was sehr schwierig ist, ist eine Art und Weise, Kunstgeschichte zu schreiben, die ich unter dem Stichwort Jahr für Jahr ein neues Meisterwerk skizzieren möchte. Die neueste Mode liegt darin, für jedes Jahr ein Bild herauszugreifen und zu sagen, dies ist das Wichtigste für 1901 oder für 1902. Oder es sind Bücher, die den Titel haben, 50 Künstler, die man kennen muss, 50 Künstlerinnen, die man kennen muss, 50 amerikanische Künstler, oder man kann es auch noch toppen, indem man sagt, 100 zeitgenössische Künstler oder 200 aktuelle Künstler. Also in diesen Herangehensweisen haben wir es mit einer Kanonisierung zu tun, die alles andere als einen dichten, vernetzten Blick auf die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, dieses extrem schwierigen Zeitabschnittes in der Kunstgeschichte gibt.